Mario Kart 8! Willkommen zurück, Leute, zu einer Runde Mario Kart am Mario Monday. In der letzten Folge haben wir den Panzer Cup gespielt und da haben wir seit langem mal wieder 3 Sterne bekommen. Es lief echt gut und wir haben ja ein neues Fahrzeugteil freigeschaltet. Und vielleicht können wir damit auch in dieser Folge wieder irgendwas rausholen. Schauen wir doch mal. Wir haben einen neuen Schirm. Der Wario-Gleiter ist freigeschaltet. Okay, können wir vielleicht den Wario-Gleiter, haben wir irgendwie Warios Fahrzeug schon? Ich weiß tatsächlich nicht, wie Warios Fahrzeug aussehen muss. Turbobike, Rennbike, Kurs, Roller. Sieht fast nicht so aus. Zumindest kann ich hier nichts erkennen. Oh, wir können mal mit dem Quad können wir mal fahren. Splat Quad. Aber ich glaube, wir brauchen hier, müssen noch irgendwie ein bisschen Beschleunigung rausholen. Mit den Mini-Reifen. Die Mini-Reifen wären es, glaube ich, nicht. Vielleicht hier die Schwämmchen? Okay, oder die Standardreifen. Das sieht ziemlich ausgeglichen aus, ziemlich gut. Okay, ich würde sagen, probieren wir das Ganze so mit dem Quad und unserem neuen Wario-Gleiter. So, der Bananencup. Was haben wir? Staubtrockene Wüste, Donut-Ebene 3, königliche Rennpiste und der Donkey Kong-Dschungel. Okay, na gut, los geht's mit dem ersten Rennen. Schauen wir doch mal, ob uns der Wario-Gleiter Glück bringt. Oh, das sieht echt lustig aus. Aber mit so einem Quad sollten wir doch eigentlich relativ gute Karten haben. Oh nein, wir haben einen roten Panzer überholt. Wahrscheinlich können wir ja die Abkürzung nur mit einem Pilz nehmen, wenn wir einen Boost kriegen. Können wir hier? Nein, ich habe gerade abgeschossen. Und Bowser nicht getroffen. Der war knapp. Ich glaube, das war gut, dass wir da erwischt worden sind. Oh, ein Pilz. Ich weiß nicht, ob uns das schneller macht, wenn wir diese Wasserfontänen da nehmen. Nein! Ich habe ihn schon gesehen. Bowser ist wieder dicht auf den Fersen.
Oh, wir hatten Glück, wir brauchen dringend irgendwas zum Schutz. Oh, Banane. Wir haben Glück gehabt. Und erste Runde als erster beendet. Sehr schön. Luigi war hinter uns. Ich hatte eigentlich Bowser gesehen, aber wahrscheinlich waren die relativ knapp zusammen. Ja, Mario, da kannst du mal winken. Das ist eine Glanzleistung, in der ersten Runde wieder Erster zu werden. Hast du sehr gut gemacht. So, ab geht's auf die nächste Piste. Und ich hoffe, unser Mario gibt da auch hier wieder alles, dass wir wieder das Ganze gut beenden können. Donut-Ebene 3. Oh, das sieht kompliziert aus. Da haben wir wieder diese Maulwürfe am Start hier. Ah, er hat einen grünen Panzer zur Verteidigung. Das war nicht gut, was wir gemacht haben. Aber wir haben auch einen zur Verteidigung. Aha, getroffen. Wo kam der Bowser denn her? Sachen, wo man ein bisschen Boost holen kann. Oh, das war knapp mit der Banane eben. Jawohl, ein blauer Panzer. Der war doch gut für uns. Die war wieder nicht so gut. Dieser böse Bowser. Oh nein. Nein, noch eine Banane. Nur Vierter. Dritter. Okay, wenigstens noch Dritter. Oh, dieser gemeine Bowser. Damit sind wir gleich auf mit Bowser. Er hat sich wieder vorgeschummelt. Ah, fies. Fiese Sache. Na gut, okay, ist noch nichts verloren. Ab ins nächste Rennen. Die drei Sterne können wir leider nicht mehr bekommen, aber der goldene Pokal ist noch möglich. Okay, königliche Rennpiste. Da vorne steht er. Vorne gibt es neue Sachen. Oh nein, der war nicht gut. Okay, haben wir irgendwie Glück gehabt gerade.
Irgendwen haben wir gerade getroffen, wahrscheinlich mit unserer Bananenschale. Ah, Bowser wieder dicht hinter uns. Und wir bekommen nur eine Münze. Okay, zumindest ein Panzer. Der Blitz hat uns, glaube ich, gerade das Leben gerettet. Sonst hätte uns der blaue Panzer, der rote Panzer hätte uns getroffen. Aber jetzt brauchen wir wieder irgendwas. Ah, nur eine Münze. Oh, kann der rote Panzer bitte... Ah, ich habe die Banane angesteuert. Grüner Panzer. Und da kam schon der nächste rote Panzer, aber wir haben uns nochmal gerettet. Und Bowser ist nur Dritter geworden. Sehr, sehr gut. Damit haben wir 5 Punkte Vorsprung auf Bowser. Das sieht wieder gut aus. Okay, das heißt, uns würde sogar der zweite Platz reichen im nächsten Rennen, um sicher auf Platz 1 zu kommen. Aber auch der zweite Platz kann manchmal schwierig sein, das wisst ihr auch. Wenn so kurz vor Ende nochmal so ein roter oder blauer Panzer kommt und es nochmal nach hinten katapultiert. Okay, das wird sich jetzt entscheiden hier im Donkey Kong Dschungel. Und so wie ich das gesehen habe, fährt Donkey Kong selber nicht mal mit in seiner eigenen Strecke. Oh nein, ich habe einen Fehlstart hingelegt. Das war überhaupt nicht gut. Okay, wir haben eine Schnapppflanze. Ah, ich würde Luigi gerne erwischen. Oh, er hat die Abkürzung genommen. Okay, Schnapppflanze wurde uns geklaut. Oh, das hat er gut gemacht. Jawohl, noch ein grüner Panzer zur Verteidigung. Ah nein, da hat uns die Banane erwischt. Roter Panzer. Was? Er hatte eine Verteidigung. Noch ein roter Panzer. Ich fasse es ja nicht. Und wir sind Fünfter in der letzten Runde. Okay, ist noch alles drin. Wir müssen nur irgendwie an Bowser vorbeikommen. Okay, die Bananenschale hilft uns hier nicht weiter. So
brauchen was Gutes zur Verteidigung. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich hab's nicht geschafft, ja. Oh nein. Oh nein. So kurz vor Ende. Ich wollte die Abkürzung nehmen. Aber wir haben es geschafft. Wir sind trotzdem weiterhin erster, trotz dritter Platz. Oh, das ist ja sowas von schief gegangen. Ich habe gedacht, wenn wir die Abkürzung nicht nehmen, wären wir auf keinen Fall erster. Aber so sind wir natürlich auch nicht erster geworden. Zumindest nicht in der Strecke. Aber es hat gereicht auf jeden Fall für den goldenen Pokal. Ah, okay. Sehr, sehr gut. Siegerehrung. Da ist unser größter Kontrahent, der liebe Bowser. Hat uns der Wario-Schirm auf jeden Fall Glück gebracht, in dem Sinne, dass wir Erster geworden sind. Zweimal Erster, zweimal Dritter. Kriegen wir dafür ein Sternchen? Ich weiß gar nicht. Nein, dafür gibt es kein Sternchen. Schade, schade. Aber okay, wir haben den goldenen Pokal. Sehr schön. Haben wir ein neues Fahrzeugteil? Okay. Kein neues Fahrzeugteil diesmal. Aber da fehlen uns nur noch 4 Strecken hierbei gespiegelt. Dann haben wir in der ersten Reihe alle voll. Und natürlich hier hinten die Bonusstrecken noch. Okay. Läuft gar nicht so schlecht. Oh, wobei ich sehe gerade, das ist die erste Strecke, wo wir nicht mal einen Stern abgesahnt haben. Aber gut, goldener Pokal ist goldener Pokal. Wir sehen uns wieder, Leute, am nächsten Montag beim nächsten Mario Monday. Macht's gut, Leute, und bis zum nächsten Mal.